Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Goal United. Ja, wieder mal ein bisschen lange her. Ich vernachlässige aktuell Goal United ein bisschen, aber im Sinne von aufnehmen, sonst eigentlich nicht. Ich bin jeden Tag mindestens einmal drin und das passt auch schon so. So, ja, eine Menge nachzuholen. Das SCM-Spiel von den Pinnebergern. Dann zwei wichtige entscheidende Spiele im Abstiegskampf und man sieht schon, ich bin nicht mehr hinten drin. Hoffe ich doch mal. Wenn nicht, ihr habt nichts gesehen. Gegen Trabzonspor mal gespielt, gegen Neuwelt und gegen Fenerbahçespor. So, erstmal gegen Trabzonspor 1967. Da haben wir 4:2 gewonnen. Wie auch gegen Neuwelt. Naja, egal. Zweite Minute, Pinguin erkämpft sich den Ball an der linken Strafraumgrenze. Pinguin spielt Peplo und flankt. Vladiu versucht sich von seinem Gegenspieler zu lösen, reißt sich los und trifft. Tor für 1 auf Pinneberg in Minute 2. Torschütze Rafael Vladiu. Doch 2 Minuten später, Jove bekommt den Ball im Strafraum, will den Torwart ausspielen, spielt ihn gekonnt aus, spielt ihn aus und schiebt den Ball lässig über die Linie. Tor für AS Trabzonspor 1900 Entschuldigung, 1967. In Minute 4 Torschütze Juve. Sogar Trabzonspor konnte sogar noch vor der Halbzeitpause nochmal ausgleichen. Zwar ein bisschen ja, weit vor der Halbzeitpause. 27. Minute im zentralen Mittelfeld kommt Juve an den Ball. Passt die Spitze von Juve zu Trevelis. Und Trevelis kann ihn verarbeiten. Schlängelt sich durch den 16er, zieht ab und lässt es klingeln. Tor für AS Trabzonspor 1967. In Minute 27 Torschütze Trevelis. So, dann geht's weiter nach der Halbzeit. Da gibt's die zweite gelbe Karte für Freya, bedeutet gelb-rot. In dem Freya in der 60. Minute Gašek von der Seite in die Beine grätscht. Das gibt gelb und dann bedeutet es halt gelb-rot, weil er ja schon in der vierten oder fünften Minute, ne, was ist das? Fünfte Minute schon gelb gesehen hat. Naja, egal. Wir machen weiter. Wir gehen einfach weiter voran. Die ganze 4 Minuten später nach der roten Karte. Karaman bekommt im Strafraum den Ball. Schlängelt sich durch den 16er durch. Zieht ab und lässt es klingeln. Tor für 1-2 Pinneberg. In Minute 64 Torschütze. Bugra. Karaman. Ganze 12 Minuten später im zentralen Mittelfeld erarbeitet sich Finke den Ball. Passt in die Spitze von Finke zu Heimbecher. Und Heimbecher nimmt ihn schön mit, macht die ganze gegnerische Abwehr nass, zieht ab und lässt das klingelnde Tor für Eintracht Pinneberg in Minute 76. Torschütze Frank. Ich glaube, Frank hieß er. Jawohl, Frank Heimbecher. Und in der 92. Minute, schöner Ball auf Finke in Höhe der Mittellinie. Will den tödlichen Pass spielen, findet aber keine Lücke und muss es mit dem Gegenspieler aufnehmen. Schlängelt sich gekonnt an ihm vorbei, hat etwas Raum geschaffen und spielt auf Jelcic. Jetzt hat es Jelcic in der Hand oder besser gesagt auf dem Fuß. Schießt innerhalb des 16ers. Kasim oder Kasim kommt noch dran, aber nur fast. Tor für 1-2 Pinneberg in Minute 90. Torschütze Jelcic. Und das mit den 92 Minuten. Vergesst das einfach mal. War die 90. So, dann haben wir gewonnen gegen einen direkten Konkurrenten. Ich glaube, aktuell stehen sie auf Platz 10 oder auf Platz 9, ich bin mir da nicht so sicher, ich gucke da gar nicht erst rein. So, da mein langweiliges Spiel in der International Masters, das erste für die Pinneberger und erstmal gleich 2 Spieler weg. Finke hat eine rote Karte gesehen in der, ich glaube, 5. Minute. Sieht zumindest so aus, ne, 4. Minute und in der 42. Minute hat sich dann Kadijević verletzt, aber so, dass er noch spielen konnte, direkt einen Tag später. Denn dann ging es zum packenden, spannenden Duell gegen SG Neuwelt CN und da ging eine Menge los. Also da war richtig viel Palaver drin, sag ich mal. Pingu hat in der 10. Minute auf der linken Seite den Ball, spielt Michel aus und treibt den Ball entlang der Seitenlinie. Kurze Körpertäuschung und dann die Flanke genau auf Karaman, der noch einnicken muss. Tor für Arthur Pinneberg in Minute 10. Torschütze Bukra Karaman. In der 29. Minute weiter Pass in die Spitze. Heimwerker zieht einen unglaublichen Spurt durch an.
Nowakowski verlässt den Kasten und will den Ball ablaufen. Grätsche von Nowakowski, aber Heimwächer kommt vorher mit der Fußspitze dran, lässt Nowakowski ins Leere grätschen und schiebt den Ball ins leere, ins verlassene Tor. Torverein Pinneberg in Minute 29, Torschütze Frank Heimwächer, das zweite Mal jetzt getroffen haben miteinander. In der Liga, zumindest. Freistoß aus gut 35 Meter von weit rechts. Kiez nimmt sich den Ball, kurz geschaut und ein schöner Freistoß in das Strafraumzentrum. Von hinten kommt Pečić und irgendwie schafft er es, den Ball über die Linie zu stolpern. Tor für SG Neuwelt CN in Minute 33, Torschütze Pečić. Doch kurz vor der Halbzeitpause nochmal Kadijević, er kämpft sich den Ball im gegnerischen 16er. Kadijević hat ein Auge für seinen Mitspieler und versucht, Pinguan zu spielen. Der kann den Ball in Höhe des Elfmeterpunktes annehmen, schlängelt sich durch den 16er und schiebt den Ball gezielt in die untere Ecke. Tor für Eintracht Pinneberg in Minute 44, Torschütze Garcia Pingo. Und in der 54. Minute, Vladiu bekommt den Ball im Strafraum, will an Issa vorbei. Lässt Issa einfach stehen, hat nur noch Nowakowski vor sich, spielt ihn aus und schiebt den Ball lässig über die Linie. Tor für Eintracht Pinneberg in Minute 54, Torschütze Raphael Vladui. Oder Vladui oder Vladiu. Keine Ahnung, ist ja egal. Ist ja nur ein Spieler der Pinneberger. 75. Minute, Ionescu erkämpft sich den Ball an der Mittellinie, probiert es gleich direkt. Der Ball wird abgefälscht, erwischt Taktschi auf dem falschen Fuß und landet unhalb beim Tor. Tor für SG Neuwelt CN in Minute 75, Torschütze Ionescu. Güldenite präsentiert dir die heutige Zuschauerzahl. Mit 13.800 Zuschauern ist das Spiel im Stadion Elbe Energie Arena heute restlos ausverkauft. Der Preis lag bei 16 Euro. Das habe ich jetzt extra nur vorgelesen, damit ihr jetzt wisst, ich habe das Stadion restlos erweitert. Mir fehlt noch eine einzige Tribüne und das ist die, ich glaube, das ist die West, nee, Ost oder West? Ich glaube, das ist die westliche Tribüne. Naja, egal. Ich habe vorher den Parkplatz ausgebaut, das kann ich euch eben mal kurz zeigen. Wir gucken gleich in die Tabelle rein. Den Parkplatz habe ich ausgebaut, bekommt jetzt 15.800 Zuschauer und die Bushaltestelle 3.000. Bedeutet, wenn ich war die westliche Tribüne nochmal ausbaue, habe ich 16.000 irgendwas Zuschauer und kann dann auf mehr Einnahmen hoffen. Dann werde ich noch den Trainingsplatz ausbauen, habe ich mir so gedacht und die Imbissbude, also werde ich bis zum Kiosk umrüsten, liegt daran, dass ich paar Einnahmen brauche und das lasse ich erstmal hiermit. Dann werde ich das hier ausbauen, die Bushaltestelle, und bis dahin soll ich ungefähr Level. Wartet, muss mal kurz was nachchecken. Bis dahin sollte ich Level. Das müsste für die Level 33 sein oder nicht, ist auch egal. Bis dahin soll ich ungefähr da sein. So, jetzt gehen wir auf die Tabelle. Ach ja, könnt ihr auch mal sagen, ob ich irgendeine Musik im Hintergrund laufen lassen soll von Kasebits oder so. Das habe ich gerade eben geschrieben. Und ja, die Tabelle sieht so aus. Trabzonspor, also wir gucken uns einfach nur den Abstiegskampf an. Die Linienbusfahrer 08ler haben einfach nur Glück gehabt. In letzter Sekunde haben die in Zeit 2 erkämpft gegen Köln Stammheim. Die rücken weiter mit ins Geschehen ein, weil sie nur noch 3 Punkte von Pinneberg entfernt sind. SG Neuwelt, C ja, kommen wir. Eintracht Pinneberg mit 19 Punkten, 6 Siegen, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen. Mit minus 12 Toren, by the way. Busfahrer, die Linienbusfahrer haben 0 in der Differenz. 28, 28, wenn ihr rechnen könnt. Hoffe ich doch mal. Rationale Zahlen, FTW. SG Neuwelt, CN ist dann dahinter. Mit 14 Punkten, 4 Siegen, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen ist ein bisschen wenig, aber egal. Wir haben das Hinspiel verloren und das Rückspiel haben wir gewonnen. Zu Hause, wahrscheinlich wegen zu Hause. Naja, egal. Haben einen Minus von, ich glaube, weniger als wir. Ne, doch, die haben ein einziges Tor weniger, mehr kassiert als wir. Nämlich minus 13.
Und Trabzonspor ist dann mit 11 Punkten, 3 Siegen und 2 Unentschieden und 11 Niederlagen auf Platz 10 mit 25 Toren und 41 Gegentoren. Wenn ich das jetzt mal rechnen würde, das wären 16. Minus 16. Also wir haben da bisher die beste Ausgangsposition von den drei. Also von Platz 8, Platz 9 und Platz 10 haben wir die beste Ausgangsposition. Aber das ist ganz knapp, wenn man das so sieht. Naja. Können wir mal in die International Masters gucken. Und da haben wir einen Punkt geholt, sind auf Platz 2. Und spielt gegen die Tabellenersten, ist der aus der EM. Wir gucken mal kurz. Gegen eine 29er-Mannschaft, da haben wir einen einzigen Punkt mehr. Wir gucken mal kurz auf den Transfermarkt. Und zwar wollte ich mal nachgucken, ob wir uns in den Flügeln verbessern können. Auf der Flügelposition könnten wir tatsächlich mal einen gebrauchen wieder. Und zwar möchte ich mal was gucken im Sinne von 2,4, 2, okay, ja, 2,4 bis 4 und dann hoffentlich mal irgendeinen realistischen. Last Minute ist mir egal. Billig kriege ich hier wahrscheinlich keinen. Ja, 2,4er brauche ich nicht. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Kredit habe ich nur aufgenommen wegen des Stadions, habe ich aber gerade heute zurückgezahlt. Na, ich würde hier nichts. Okay, dann können wir mal eben kurz, wenn wir schon dabei sind, alle suchen, die gerade etwas billiger sind. Machen wir hier mal bis 3,2 und suchen dann 11 bis 20. Auf jeden Fall muss ich die Seite umblättern. Da haben wir hier nicht wirklich was. Obwohl wir machen mal, wenn wir schon dabei sind, können wir dann einfach die Strecke mal höher pumpen. Und zwar auf 3,0 bis 3,4. Mal gucken, ob wir dann was finden. Das ist auch mal interessant. 3,2er Stürmer. Der hat eine Erfahrung von 100. Sicher jetzt schon. 84 Tore geschossen. Fragt sich nur, wie viele Einsätze der hatte. Naja, lass mir mal lieber. Dann haben wir hier noch den Marco Cordero. Linksfuß beliebt und Erfahrung von 100. Ne, ist auch nicht so mein Ding. Naja. Dann lassen wir das mal lieber. Wir gucken eben kurz in die Jugend rein, wo ich den Georg Ganz beobachte. Oder beobachtet habe. Der hat auch Kreativität und das ist mir wichtig, weil Kreativität im Mittelfeld ist. Also bringt es irgendwie, finde ich persönlich. Ich sage einfach nur Wedler, mehr sage ich nicht. 5,4 hat er mittlerweile. Der Junge, der Gute. So, Sponsoren, da müssten wir eigentlich nichts haben. Nee, haben wir auch nicht. Personal. Können wir denn da irgendwas machen? Nö. Und ich guck nicht hier drauf, sondern hier drauf. Das ist nämlich eigentlich wichtiger. Offensiv. Ja, offensive Strategie, offensive Aufstellung passt eigentlich. Eigentlich müsste ich den Trainer defensiv haben, weil offensive Aufstellung, defensiv, der verbessert sich normal die Defensivarbeit. Aber die wäre besser. Was ich eigentlich suchen müsste, wäre mal ein Jugendtrainer, einen anständigen. Ich habe keine Lust, die alle fortzubilden. Was würde denn so eine Stellenanzeige kosten für den Jugendtrainer? Ja, Stärke 40. 94.000 ist gerade ein bisschen zu viel, deswegen lasse ich das mal. So, dann gehen wir mal zu den Rot-Weißen. Da habe ich eigentlich gerade wenig Lust, was vorzulesen. Ich spare mir mal eben kurz die International Masters, weil ich die beim RW sowieso nicht richtig verfolge. Obwohl ich angreifen wollte. Das habe ich selber gesagt, aber ich lasse es dann im Endeffekt. So, Live-Ticker. Das letzte Spiel, was wir gestern hatten, war ein bisschen blöd, finde ich, aber da habe ich nichts dagegen. Schon wieder so dasselbe wie beim Spiel Julio 8. 3-0 geführt. Obwohl es hier nicht eine Führung war, sondern eher ein Unentschieden. Zur Halbzeitpause. 2-2. Naja. Dazu sage ich nichts. Der Aufstieg ist mir eigentlich relativ egal. Nächstes Jahr werde ich ein bisschen Stallen ausbauen, damit ich mehr Einnahmen kriegen kann. Ich stelle jetzt einfach das hier vor. In der 4. Minute erkämpft sich De Gregorio an der linken Strafraumgrenze den Ball. Spielt zu Bütow, der kommt in direkter Tornähe an den Ball, macht die gegnerische Abwehr nass, schießt und erwischt Dursun auf den falschen Fuß. Tor für Rot-Weiß in Minute 4, Torschütze Luigi Bütow. Ja, rote Karte für SVK und eine Verletzung bei uns. Das ist da der Bütow gewesen, der sich verletzt hat.
Für ihn kam, by the way, ich glaube, der nur 13, nur 13, nur 13. Müsste. Wer ist denn das? Löwe, genau, der Löwe kam. Unglaublich, mit welch einer Kraft Lamberti hier schießt und Dursun kann nur noch hinterher greifen. Tor für Rot-Weiß Mörs im 4, nee, 45 Torschütze John Lamberti, der auch wieder mal trifft. Um mal schön zu sehen. So, und dann gibt es noch das Gegentor von dem SVK. Im zentralen Mittelfeld arbeitet sich Vladetvic den Ball, versucht den freien Mann an der Spitze, probiert es dann doch alleine und versucht Wähler und Schenk auszuspielen. Bleibt sicher am Ball, spielt auf Weber und Weber oder ja, Weber kommt im Strafraum an den Ball, schießt aus der Mittelstürmerposition heraus. Aus dieser kurzen Distanz kann ist nichts mehr zu halten. Tor für den SVK. In Minute 70 Torschütze Weber. So, ja, hier 0 3-1 aber verloren. Ich wollte schon sagen 0-0. Wäre ja ein bisschen blöd gewesen. Da hat sich Schenk verletzt, by the way. Und hier hat sich, glaube ich, auch einer verletzt. Und zwar der Sepp. Der Sepp Neidert hat sich verletzt bei dem Spiel. Hat dann hier Dornin und Wähler. Ne, Potulski hat da getroffen. Ich wusste dann außerdem mit der B11 spielen. Und das lese ich jetzt hier nicht vor. Aber wir gucken auf die Tabelle. 5:2 Niederlage und 2:1 Sieg. Ja, wir haben im Punktepolster verloren. Jetzt haben wir nur noch 3 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf Julio 8. Aber spielen nicht mehr gegen irgendeine Mannschaft, die da oben spielt. Also nur noch gegen Julio 8, Köpenick und der Rest da unten vielleicht. Aber Brandmühlen und Traktor Schmirgo haben wir hinter uns. Die können, by the way, zwei oder dreimal Punkte liegen lassen noch in der Saison. Gegen Köpenick könnte man Punkte liegen lassen, gegen Julio und gegen Jonas Dream Team. Ich hoffe einfach mal, dass sie irgendwas machen. Dass Jonas irgendwie mit seiner 55er Stärke irgendwelche weghaut. Finde ich, würde ich gut finden. Nächstes Spiel ist beim SVK, dann geht's gegen mich. Dann geht's gegen Köpenick und dann geht's gegen Traktor Schmirgo. Und die haben schon gegen Brandenburg gespielt und das war ein 1-1. Hinspiel bei uns gegen die Jonas Dream ging 5:6 für uns aus, fand ich gut. Naja, egal. Ich bin dann mal für heute raus. Ich habe gerade sowieso wenig Laune, also von daher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschö.